Hallo, wir haben das Projekt Ricochet, zu Deutsch den Querschläger, behandelt. Ricochet gibt es an sich vom Namen her schon und das Projekt im engsten Sinne auch, nur war es nicht so richtig direkt anwendbar für uns. Also Ricochet funktioniert so, dass man möglichst verschlüsselt und möglichst unnachweisbar Nachrichten verschicken kann. Und das Ganze über einen Tor Hidden Service. Der Name Hidden Service verrät schon, es ist mehr oder weniger gut versteckt. Und wir haben jetzt eine Implementation mit Haskell gebaut, die auf dem Ricochet-Prinzip aufbaut. Wie genau das technisch funktioniert, erklärt euch der Sternenseemann. Ja, unser Problem war mit der originalen Ricochet-Implementierung, dass es eben die Idee war, man muss Krypto so einfach machen, zu bedienen machen, wie es wie möglich. Das ist durchaus lobenswert, der Ansatz. Das Problem ist bloß, sie haben sich entschieden, eine monolithische Implementation zu machen, in der die Implementation des Protokolls und der Kryptographie im Prinzip im weitesten Sinne in derselben Implementation drin steckt wie das Benutzerinterface in Qt. Und zum einen wollen nicht alle Qt benutzen, zum anderen will man vielleicht auch noch mehr machen und eine monolithische Codebase ist vielleicht auch in manchen Sachen nicht so schön maintainbar und so weiter oder nicht irgendwie unangenehm zu benutzen. Und darum haben wir uns gedacht, wir schreiben eine Library, damit können wir ein paar Sachen machen. Wir können eben mehrere Frontends schreiben, je nachdem wie uns das gefällt. Wir können theoretisch auch Bots schreiben, die das benutzen, deutlich angenehmer. Und wir wollten auch unsere Library so designen, dass wir eben das Protokoll leichter erweitern können und so Sachen wie Gruppenchats noch implementieren, die es jetzt noch nicht gibt. Und wir sind so weit, dass wir eben die Low-Level-Sachen des Protokolls verwenden können. Und das wollen wir nur noch kurz demoen und das durch die Demo führt der Jacques-Marc. Guten Tag. Da ich sowieso im No-Cam-Bereich stehe, kann die Kamera auf den Laptop wechseln, was sie schon getan hat. Optimal. Wir machen jetzt eine Demo. Und zwar ist es ja so aufgeteilt, dass jeder User einen Hidden Service hat. Das heißt, es gibt immer eine Client-Seite und eine Server-Seite, weil wenn ein User zu einem anderen User eine Verbindung aufbauen möchte, verbindet er sich eben mit dem Hidden Server, Hidden Service. Und genau, wir haben jetzt hier auf der Leinwand links einen Laptop und auf der rechten Seite einen anderen Laptop, damit wir eben zeigen können, also ich kann jetzt hier auf der linken Seite eintippen und dann erscheint es da mit ein wenig Verzögerung. Und so können wir eben zeigen, wie mehrere Laptops miteinander kommunizieren können. Der Server ist schon gestartet, dann starte ich mal den Demo-Client und dann wird jetzt eben eine Verbindung über Tor aufgebaut, das dauert ein bisschen und dann werden Pakete hin und her geschickt. Genau, und das funktioniert soweit. Was man da jetzt auch noch sieht, ist Ausgaben über Versionen. Da steht, wir verwenden die Version 20. Das ist jetzt keine wirkliche Version, die im Ricochet-Protokoll vorgesehen ist. Aber vorgesehen ist eben diese Version Negotiation, dass man eben abgleicht, welche Seite des Channels eben was für Versionen unterstützt und dann eine auswählt, die beide kennen. Das haben wir soweit eben auch implementiert, dass dann jeder, der die Library verwenden möchte, eben sogar auch seine eigenen Protokollversionen hinzufügen kann, wenn er möchte. Genau. Noch eine kurze Frage. Ist das jetzt in dem Stadium, wo daran noch gebaut werden muss und dann können das andere Leute benutzen, um dann wiederum richtige Apps oder Programme daraus zu machen? Oder da ist ein Mikrofon? Ja, das Ganze wird eine Library, das heißt, ist eine Library. Das heißt, aus dem aktuellen Ricochet kann man nicht allzu viel machen und wir wollten jetzt einen Grundsatz geben, auf dem mehr oder weniger jeder, der sich einarbeitet, recht schnell seine eigene Apps, sein eigenes Interface quasi dazu bauen kann. Okay, aber dazu brauchst du auch noch Leute. Vielleicht wollt ihr das machen. Vielen Dank.